In diesem Tutorial zeige ich euch die Grundlagen, wie ihr euren ersten Film in Adobe Premiere Elements 2025 schneiden könnt. Damit hallo und willkommen zu diesem neuen Tutorial. Wir gucken uns heute die neueste Version von Adobe Premiere Elements an. Da hat sich einiges getan, die Oberfläche ist komplett anders, die Icons sind ein bisschen anders und ich führe euch Schritt für Schritt durch das Programm und die neue Oberfläche, damit ihr am Ende einen ordentlichen Film damit erstellen könnt. Wenn ihr Premiere Elements das allererste Mal startet, kommt ihr direkt auf diese Schnellansicht. Wir gehen direkt in den erweiterten Modus, das braucht euch nicht zu erschrecken, denn hier können wir einfach ein bisschen mehr mit unseren Videos arbeiten. Aber als allererstes müssen wir ein neues Projekt erstellen. Das machen wir hier unter Datei, neues Projekt. Und dann können wir dem Projekt einen Namen geben, einen Speicherort festlegen und natürlich die Projektvorgaben einstellen. Standardmäßig ist das eben im 16:9 Format mit Full HD. Ihr könnt jetzt hier aber auch zum Beispiel 4K auswählen oder andere Formate und ihr könnt das auch noch weiter individualisieren. Ihr könntet aber auch die Clips direkt in die Timeline ziehen. Dann wird Premiere Elements einfach die Einstellung der Clips übernehmen und so habt ihr dann auch die Projekteinstellung. Medien hinzufügen ist auch ganz einfach. Dazu geht ihr einfach hier auf dieses Plus. Dann bekommt ihr verschiedene Optionen, wie ihr eure Clips hinzufügen könnt oder auch Soundtracks oder auch Grafiken. Hier zum Beispiel bei Dateien und Ordnern wählt ihr das aus, wo ihr das auf dem Rechner gespeichert habt. Ihr könnt das aber auch natürlich per Drag-and-Drop einfach in die Timeline ziehen. Die Projektelemente tauchen dann einfach hier auf der linken Seite auf und wir können die jetzt nach Belieben hier bei uns einsortieren. Die Timeline zu bedienen ist ebenfalls ganz einfach. Was ihr jetzt sehen könnt, ist, dass die Timeline relativ klein und gestaucht ist. Das können wir aber für unsere Ansicht ändern, indem man hier einfach auf dieses Lineal klickt, dann wird das Ganze angepasst, sodass hier einfach ein bisschen mehr Platz ist. Ich kann außerdem die Spuren manipulieren, indem ich hier auf diese Schnittpunkte gehe und dann diese Pfeile auftauchen. Dann kann ich das ein bisschen größer ziehen, habe ich ein bisschen mehr Übersicht und wir wollen das auf jeden Fall erstmal noch ein bisschen sortieren. Mit einem Rechtsklick hier können wir einfach leere Spuren löschen, also hier auf Spuren löschen klicken. Und dann können wir leere Spuren auswählen. So, und dann ist eben nur das vorhanden, wo auch ein bisschen was drin ist. Diese Audio-1-Spur, die bleibt immer erhalten. Das gehört einfach mit dazu, aber lasst euch davon nicht stören. Einen Clip auf der Timeline zu bearbeiten, ist ebenfalls ganz einfach. Wir können hier diesen roten Playhead nehmen und an eine gewünschte Stelle springen und hier zum Beispiel dann einen Cut setzen. Das machen wir dann einfach hier über dieses Scheren-Symbol oder den Shortcut C auf der Tastatur. Ja, dann kann ich hier diese Schere nehmen und schwuppdiwupp einen Cut setzen. Wenn ich dann wieder auf die Auswahlansicht springen möchte, dann kann ich auf diesen Mauszeiger klicken und dann kann ich jetzt hier die Reste einfach rausschneiden, indem ich da einen Rechtsklick drauf mache und das Ganze lösche. Dann kann ich auch löschen und Lücken schließen, dann wird das automatisch zusammengezogen. Ich zeige euch das mal eben. Wenn ich hier löschen klicke, dann bleibt diese Lücke erhalten. Wenn ich jetzt hier löschen und Lücke schließen klicke, dann wird das wieder schön an den Anfang gezogen. Der Vorteil dabei ist, dass ihr sicher sein könnt, dass ihr auf jeden Fall keine Schwarzstellen im Video habt und keine Leerläufe. Also das ist eine ganz gute Sache. Ihr könnt natürlich auch einfach entfernen auf der Tastatur drücken. Das hat denselben Effekt. Ich kann die Clips auch kleiner ziehen, indem ich hier mit der Maus an den Rand gehe. Dann erscheint hier so eine rote Klammer. Und dann kann ich einfach per Drag and Drop den Clip ein bisschen kleiner ziehen, so wie ich das gerne hätte. Ja, und ihr seht, dann wird mir auch die Dauer angezeigt. Und so habe ich den Clip dann reduziert und kann ihn nach meinen Wünschen anpassen. Wenn ich die Clips so zugeschnitten habe, wie ich das möchte, kann ich die natürlich auf der Timeline auch beliebig sortieren. Das heißt, ich kann jetzt hier einen so einen Clip anklicken und einfach per Drag and Drop an eine andere Stelle ziehen. Dann erstellt Elements automatisch eine neue Spur, wo das drin abgelegt wird. Aber ich kann dann auf diese Weise hier meine Timeline nochmal sortieren. Und ich kann natürlich auch mit mehreren Spuren arbeiten. Das heißt, ich könnte jetzt hergehen und dann hier beliebig viele Spuren übereinander legen. Je nachdem, wie komplex euer Projekt ist, macht das vielleicht Sinn. Außerdem kann man so zum Beispiel bessere Übergänge kreieren, indem man hier einfach so ein bisschen das so übereinander legt. Ja, dann kann man da schon mal einen netten Übergang mit erstellen. Also ihr habt hier viele Möglichkeiten, das Ganze zu individualisieren. Ich möchte jetzt eine Tonspur hinzufügen. Wie ihr sehen könnt, ist da jetzt kein Voice-Over bei. Aber ein bisschen Musik wäre ja natürlich ganz nett. Und ich kann in meine Projektelemente natürlich eine individuelle Musik einfügen. Ich kann aber auch auf die Premiere Elements eigene Bibliothek zugreifen. Das ist alles lizenzfreie Musik, die da drin ist. Und die ist auch ganz okay. Und die Musik finde ich hier unter dieser Note. Und da bekomme ich dann eine ganze Menge an Titeln, durch die ich mich durchfuchsen kann, wo ich dann gucken kann, was passt für mich, was hört sich gut an. Ich habe hier einmal Music Score und Audiospuren. Ich habe mich jetzt für den Soundtrack Nachmittagssonne entschieden, das passt ganz gut und den kann ich dann einfach per Drag and Drop hier auf meine Timeline ziehen. Dann wird auch eine neue Audiospur erstellt. Es kann natürlich sein, dass ihr das extra runterladen müsst, dann braucht das einen Moment. Aber wenn ich das jetzt hier reinziehe, dann erscheint ein neues Dialogfeld
und diese Musikstücke, die bei Premiere Elements integriert sind, kann ich jetzt automatisch auf mein Video anpassen lassen. Das heißt, ich könnte jetzt hier für das gesamte Video das anpassen lassen. Das kann zu guten Ergebnissen führen, kann aber auch zu schlechten Ergebnissen führen. Ich werde das jetzt hier mal abbrechen, weil wir das Ganze manuell durchführen wollen, damit ich euch zeigen kann, wie man nämlich Audiospuren bearbeitet. Audiospuren zu bearbeiten ist genauso einfach wie Videospuren zu bearbeiten. Ich kann jetzt hier einfach an den Rand der Audiospur gehen, dann erscheint wie bei den Videospuren diese rote Klammer. Dadurch kann ich die kleiner ziehen oder wieder größer ziehen. Ich kann natürlich auch hergehen und hier einfach mit dem Scherentool das, was zu viel ist, abschneiden. Ja, dann wird das einfach auseinandergeschnitten und ich kann es markieren und per Entfernen rausnehmen. Also so kann ich ganz einfach Audiospuren bearbeiten. Manchmal ist es so, dass die Audiospuren ein bisschen leise sind. Das heißt, ich müsste die im Nachgang noch ein bisschen pegeln. Das kann ich ganz einfach machen, indem ich hier mit der Maus in die Mitte dieser Audiospur fahre, auf diese graue Linie. Und dann seht ihr, verändert sich der Zeiger, dass da so zwei Pfeile sind. Und wenn ich dann per Drag and Drop das Ganze hin und her ziehe, seht ihr, dass die Dezibelanzahl sich verändert. Also hier kann ich die Lautstärke der Spur ganz einfach verändern. Für etwas mehr Präzision kann ich auch auf der rechten Seite in die Toolbox gehen, hier in diese Schieberegler. Dann habe ich hier den Reiter Lautstärke und darüber kann ich das Ganze dann auch nochmal anpassen. Bei der Bearbeitung von Audiospuren macht es Sinn, den Audio Mixer zu benutzen. Den findet ihr hier unter dem Reiter Werkzeuge Audio Mixer. Und dann seht ihr hier die Audiospuren, so viele wie ihr dann in eurem Clip drin habt. Und das ist ganz besonders wichtig, um das ordentlich zu pegeln. Wenn ich das jetzt hier also mal abspiele, dann seht ihr, dass das Ganze so bis minus 10, minus 11 dB hier auf diesem Mixer ausschlägt, also nicht bei der Lautstärke der Spur selber. Das ist ein ganz guter Wert, dass euren Zuschauerinnen und Zuschauern nicht die Ohren wegfliegen, wenn ihr euer Video irgendwo präsentiert. Also achtet darauf, dass ihr da auf jeden Fall in diesem Bereich bleibt. Ihr könnt das Ganze dann begrenzen, indem ihr hier diesen Regler runterzieht. Ja, dann wird da der Audiomixer die Spur nochmal ein bisschen runterregeln, sodass ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite seid. So, und ihr seht, das bleibt in dem Bereich, dann ist das alles wunderbar. Natürlich könnt ihr das alles auch auf einen Sprachkommentar anwenden, sodass ihr da auch die ordentliche Lautstärke mit pegeln könnt. Ich würde sagen, wir fügen dem Video jetzt noch einen netten Titel hinzu. Wie ihr sehen könnt, das ist so ein Herbstausflug und ich kann Titel und Texte bei dem Video ganz einfach hier über das Texttool hinzufügen. Das ist auf der linken Seite in der Toolbox. Man kann jetzt hier draufklicken, dann bekomme ich eine relativ große Auswahl an Texten und Titeln, an Vorlagen, die ich hinzufügen kann. Und eine Neuerung, eine sehr gute Neuerung ist, dass ich jetzt hier auch auf Adobe Stock zugreifen kann und dort aus Vorlagen wählen kann. Also da habt ihr sehr, sehr viele Möglichkeiten jetzt, das Ganze zu individualisieren. Ist besonders interessant, wenn ihr zum Beispiel auch YouTube-Videos machen wollt, habt ihr dann einige schöne Titelgrafiken zur Auswahl. Wenn ihr jetzt sagt, die Vorlagen sind mir ein bisschen too much und ich will lieber einfach nur eine ganz normale kleine Texteinblendung haben, dann müsst ihr das hier unter Bearbeiten machen und dann hier eine neue Ebene erstellen. Und da seht ihr, wenn ihr auf dieses komische Papierdingsbums oder was das sein soll, klickt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, Text auszuwählen. Und dann wird hier eine neue Textebene erstellt. Und da könnt ihr dem Ganzen sagen, ja, hier, ich will das Ganze Herbsturlaub nennen. Das heißt, ich markiere hier den Text, ganze Herbstausflug. So, genau, das war's. Und dann kann ich natürlich den Textstil auch noch verändern. Das heißt, ich kann hier beliebig viele Schriften auswählen. Also da ist Adobe auch ziemlich gut dabei. Hier dieses Berlin Suns, das sieht doch ganz nett aus. Das kann man noch nehmen. Und ihr könnt natürlich dann hier auch noch die Art der Schrift und die Größe verändern. Das heißt, ein bisschen größer machen zum Beispiel. Also da gibt es vielfältige Möglichkeiten, das anzupassen. Ihr könnt natürlich dann hier unter Aussehen auch noch die Farbe verändern, den Hintergrund und Schattierungen hinzufügen. Also es gibt da deutlich mehr Anpassungsmöglichkeiten und bequemere Anpassungsmöglichkeiten als vorher. Das ist eine gute Sache. Und wenn ihr was gefunden habt, das euch gefällt, dann könnt ihr das sogar als neuen Stil speichern und für andere Projekte als Vorlage benutzen. Wenn ihr jetzt doch so eine Text- oder Formvorlage benutzen wollt, dann könnt ihr die einfach auch per Drag and Drop in euer Projekt ziehen. Muss dann gegebenenfalls auch runtergeladen werden. Aber auch diese lassen sich individualisieren. Also das dauert dann einen Moment, bis das angepasst ist. Hier zum Beispiel so ein Subscribe-Button. Da kann ich dann hier auf der linken Seite auch den Text modifizieren und sagen, das soll nicht Subscribe heißen, sondern hier vielleicht abonnieren. So wird es geschrieben, genau. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, und so könnt ihr sogar diese integrierten Vorlagen nach euren Wünschen verändern, also das ist auch eine super Sache. Wenn ich mir das Video jetzt so angucke, sieht das ja alles ganz nett aus, aber das wirkt alles so ein bisschen abgehackt. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Übergänge. Und die Übergänge finden wir hier auf der rechten Seite bei diesem Viereck.
Und da gibt es eine ganze Menge ja an Übergängen und Blenden, die man hinzufügen kann. Ich empfehle eigentlich immer diese ganz normale weiche Blende. Ja, das ist halt so eine Standardüberblendung. Das ist nicht zu krass, das ist schön angenehm anzusehen. Und wenn ich das jetzt mal abspiele, dann seht ihr, ja, okay, das ist halt so ein Cross-Dissolve, ganz normaler Standard. Damit kann man ganz gut arbeiten. Und ihr seht, in dem Moment, wo ich diese Blende auf das Video gezogen habe, ist hier auch dieses Steuerelement aufgepoppt auf der rechten Seite, wo ich dann nochmal die Länge der Blende verändern kann. Das heißt, wenn mir das jetzt zu lang ist, kann ich hier einfach bei der Dauer mit der Maus drüber gehen und das Ganze ein bisschen kürzer ziehen. Ja, und ihr seht, verändert sich auch in der Timeline dort die Länge der Blende. Und wenn ich mir das jetzt mal angucke, dann wirkt das Ganze ein bisschen besser, weil es halt ein bisschen kürzer und damit dynamischer ist. Ich kann diese Blenden jetzt natürlich auch als Fade-In und Fade-Out benutzen. Das heißt, hier so einen Übergang zu Schwarz könnte ich jetzt ans Ende dieses Videos ziehen. Und dann seht ihr, wird das Ganze in Schwarz gefadet. So kann man das Ganze dann individuell gestalten. Ich kann das natürlich auch an den Anfang des Videos ziehen, sodass das von Schwarz ins Video gefadet wird. Und ihr seht, ja, da passiert was. Und ich kann natürlich auch diese Blenden auf meine Textebenen anwenden. Das heißt, jetzt hier eine weiche Blende auf den Text gezogen per Drag and Drop und ihr seht, dann poppt hier der Text schön rein. Das sieht doch ganz nett aus. Damit kann man doch leben. Blenden gibt es übrigens auch für Audioüberlagerungen. Da gibt es hier diesen Crossfade und das ist dann interessant, wenn ihr zum Beispiel Soundtracks habt, die ineinander übergehen sollen oder Sprachkommentare eingeblendet werden sollen. Da kann man jetzt hier einfach diese Blende auch auf den Soundtrack ziehen und wenn man sich das anhört, dann wird das Ganze von leise nach laut eingefadet und so kann ich das natürlich dann auch am Ende hinzufügen. Eine geniale Neuerung bei der neuen Version von Adobe Premiere Elements ist die Farbkorrektur und die Einführung von LUTs. Das haben die endlich mal hingekriegt und da kann man jetzt schon recht komplexe Dinge mit erstellen. Und wenn ich jetzt hier meinen Clip auswähle einfach mal und hier auf diese Schieberegler klicke, dann werde ich direkt in den Tab mit der Farbkorrektur geleitet. Und hier kann ich dann den Weißabgleich vornehmen. Das heißt, wenn mein Bild zum Beispiel ein bisschen ja, verschoben ist von den Farben, könnte ich einfach mit der Pipette hergehen, im weißen Bereich auswählen und dann wird das Programm automatisch einen Weißabgleich vornehmen. Ich kann jetzt hier auch manuell noch ein paar Einstellungen vornehmen. Das allermeiste werdet ihr wahrscheinlich nicht so häufig brauchen. Ich kann jetzt hier das Ganze noch ein bisschen wärmer gestalten, ein bisschen mehr Sättigung hinzufügen. Vielleicht ist mir das zu dunkel. Dann kann ich hier die Belichtung noch hochschrauben, so ein bisschen. Immer ein bisschen vorsichtig sein damit. Diese ganzen Korrekturen sind dann doch schon recht fein und man muss da selber gucken, was für einen passt. Ich könnte das Ganze jetzt auch hier automatisch auswählen lassen, aber manuell läuft das eigentlich immer ein bisschen besser. Das Programm ist sonst ein bisschen sehr aggressiv. Wenn ich jetzt einen LUT oder einen Filter hinzufügen will, kann ich hier auf diesen Hammer und, was ist das, eine Säge oder ein Stift gehen, auf diese Werkzeuge auf jeden Fall und kann dann hier unter Farbkorrektur und Abstufung reingehen. Und ihr seht, ich habe hier jetzt einmal diese ja, einfache Korrektur. Wenn ich jetzt zum Beispiel aber mit einem LUT gearbeitet habe, zum Beispiel, weil ich eine Sony-Kamera benutze, dann könnte ich das hier auswählen und dann wird das da reingelegt. Also vorher war das nur über Drittanbieter-Plugins möglich. Jetzt ist es auch im Programm selber integriert. Ich kann jetzt hier unter Kreativ dann auch mir so ein paar Filter rausnehmen. Das nennen die LUT, aber im Grunde genommen ist es wie ein Instagram-Filter. Also hier vielleicht sowas, Edgy Amber oder Drop Blues. Ihr seht, da kann ich dann gucken. Auch hier in der Vorschau kann ich dann durchgehen, was mir so gefallen könnte und das nach meinen Wünschen anpassen. Also das geht schon ganz gut. Vielleicht nehmen wir hier diesen Golden Hourglow. Ziehen dann die Intensität auf 30% und dann sieht das Ganze schon ganz nett aus. Das kann man auf jeden Fall machen. Und auch hier kann ich dann über diese Farbräder das alles noch sehr, sehr individuell anpassen. Also da gibt es einige Möglichkeiten, einen ordentlichen Look zu erstellen. Da hat Premiere Elements wirklich nachgelegt. Jetzt habt ihr einen einzelnen Clip mit einer Farbkorrektur durchgespielt. Was mache ich denn jetzt, wenn ich so eine Stapelverarbeitung machen will oder einen Filter auf meinen kompletten Film anwenden möchte? Das geht über sogenannte Einstellungsebenen und die muss man dann extra nochmal erstellen. Das heißt, wir gehen hier in die Projektelemente, das ist dieses komische Häuschen oder was das sein soll, machen einen Rechtsklick, erstellen ein neues Objekt, eine Einstellungsebene. Und die können wir jetzt sozusagen hier über unseren Film drüber ziehen. Und da könnte ich dann hergehen und hier über diesen Werkzeugkasten auch nochmal diese Farbkorrektur durchführen und hier dann einen Filter auswählen. Zum Beispiel Filmstock, was auch immer. Und dann wird dieser Filter auf mein komplettes Projekt angewendet. Und so könnte ich auch eine Farbkorrektur für mein komplettes
Projekt durchführen, ohne dass ich jetzt jeden einzelnen Clip individuell bearbeiten müsste. Wenn ihr euren Clip dann fertig bearbeitet habt, ist es an der Zeit, das Ganze zu exportieren. Das heißt, ihr geht hier oben rechts auf Exportieren und Freigeben. Dann habt ihr hier nochmal die Möglichkeit, das in der Vorschau euch in aller Ruhe anzugucken und könnt dann hier nochmal den Dateinamen ändern und den Speicherort. Dann könnt ihr das Format noch ändern. H264 passt für die meisten. Könnt ihr hier noch die Bitrate verändern. Also es gibt hier auch nochmal eine ganze Menge an Einstellungsmöglichkeiten. Und ihr könnt das Ganze dann sogar hier automatisch auf YouTube hochladen, wer das möchte. Also es gibt auch dann Automatisierungsmöglichkeiten. Wir speichern das Ganze hier aber nur auf unserem Computer, und dann hier unten rechts auf Exportieren. Dann dauert das einen Moment und dann ist mein Film auch schon gespeichert und fertig. Ja, und so einfach erstellt ihr ein Video mit Premiere Elements 25. Das Programm ist jetzt deutlich komplexer, gibt viele Möglichkeiten, sich auszutoben, aber jetzt kennt ihr die Grundlagen und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Ganzen ein Abo und ein Like da, dann verpasst ihr auch keine neuen Videos und ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal hier auf dem Kanal wieder begrüßen darf.